Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Euro Truck Simulator 2. Mit der nächsten Aufgabe in Italien. Strecke habe ich schon für euch hier eingeblendet. Und zwar liefern wir Marmorblöcke, also was ganz Exquisites, von Bari nach Florenz. Erstens, Marmorblöcke hatten wir noch nicht. Zweitens, Florenz waren wir auch noch nicht. Von dem her eigentlich eine super Strecke, 717 Kilometer. Na dann, los geht's. Ist halt nur eine Standardgeschichte, aber hey, wir wollen ja Landschaft sehen. Okay, wir fahren los. Ja, wir fahren los. Erstmal schauen, wie das aussieht hier. Achso, wo ist denn hier mein Auflieger? Da ist er ja. Marmorblöcke. So, weiter. Hopp. Rück. Zack, T. Fertig zum Losfahren. Dann mal los hier, Kleine. Soll ich da lang, oder? Ja, da ist das Tor. Hallo. Schauen wir mal. Warum nimmt man eigentlich so einen großen Auflieger für so ein bisschen Marmorblock? Wahnsinn. Arrivederci. So. Biege nach rechts ab. Ah ja, unter die Eisenbahn. Du musst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, machen wir gleich. Ich muss ihn kurz hier schnell schauen, dass ich hier rumkomme. Yes. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wie super, dass sich das hier so anbietet mit der... Upp, boah. Ich habe schon einen Auftrag hier. Sonst hätten wir wieder ewig hin und her fahren müssen, aber so passt das wunderbar. Auch gut bezahlt jetzt so, würde ich sagen. So. Aber schlafen müssen wir auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, machen wir. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Ach, jetzt wird es ja wieder richtig interessant. Ein Tunnel. Gute Tunnel. Na? Mal die hin. Ja, komm. So. Achso, jetzt müssen wir diese komischen Schnörkel fahren, um auf die Autobahn zu kommen. Sehr praktisch. Upp. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Dieselbe Strecke. Fahr. Nimm diese Ausfahrt. Was? Biege nach links ab. Okay. Ja, da sind wir mit unserem Marmorblock. Leider ein bisschen dunkel hier alles.
Weiter geht's. Station hier. Maut. Was ist jetzt da? Bremst? Ja. Ich muss jetzt warten. Hehehe, Edge Badge. Ich hab hier freie Fahrt. Auch, ja, okay. Italiener. So, weiter geht's. 680 Kilometer noch vor uns. Schauen, wie wir uns da. Ja, Tankstellen haben wir einige hier vor uns noch. Passt. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal. Was macht der Wohnwagen da? Ist der besoffen oder was? Hallo? So. Schau dir den an. Oh, fahrt halt zu, komm. 80. Na komm. Ja. Also die Tankstelle brauchen wir noch nicht zum Schlafen. Zwei hier. Jetzt gibt's langsam wieder hier ein bisschen schneller vorwärts. Ja, der muss hier raus. Mit dir hier fährst du auch gleich raus. Mir reicht jetzt, ich überhole den Wohnwagen. Wenn ich ordentlich Schwung habe. Jetzt vielleicht. Nervt. So. Müssen wir jetzt da hin? Ah ja. Okay. Muss ich suchen. Ah, oh, Glück gehabt. Da muss ich ja eh hin. Danke. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Nee, doch nicht. Ah! Nein! Pardon, nein, 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 nein. Ah, geht schon wieder gut los. Geht schon wieder gut los. Du bist rüber, Freund. Scheiß Auto war da. So. Ah, nee, jetzt müssen wir den Umweg fahren, wegen dem Kack hier.
Super. Perfekt, oder? Aber ich glaube, es ist nicht so ein großer Umweg, oder? Wir hätten jetzt dann, ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das wäre gleich geblieben. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie die Kilometerzahl sich geändert hat. 580 sind es jetzt noch. Ja. Gibt Schlimmeres. Solange die Tankstelle kommt, ist alles gut. Servus, Bon. Da ist einer da. Buongiorno. Ja, mal ein Test, ob ihr da seid. Ah ja, da ist eine Tankstelle da vorne. Sehr gut. Dann werden wir gleich runterfahren und hier schlafen, weil sonst schaffen wir das nicht. War aber klar, bei so viel 700 Kilometer, da muss man einmal schlafen in der Regel. Aber es ist ja keine Hektik hier. Oh. Der Marmor kann ja nicht verschimmeln. Ja, Italien, wie gesagt, da wollen wir jetzt ein bisschen uns aufhalten in der nächsten Zeit, solange die Aufträge passen. Gut, der Umweg passt eigentlich anscheinend. Du bremst hier und ich fahre weiter, genau. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt gleich mal raus da. Nächsten Gelegenheit. Das ist ein Parkplatz oder was? Okay. Nee, Parkplatz brauche ich nicht, mehr eine Tankstelle. Achso, ja. Will er nicht schlafen da in der Pampa hier irgendwo? Ist ja schon schön hier. Na, Raststätte und so, ne? Wenn es geht. Jetzt kommt die Möglichkeit, genau, wunderbar. 478 Kilometer, das passt, also ja, nicht ganz die Hälfte. Da muss ich aufpassen. Hier raus, da muss ich raus, glaube ich, gell? Ja. Hafen, Auto, Autocari, da muss ich hin, glaube ich. Autogari, da sind wir ja. Langsam. Da müssen wir hin. Und Stopp. Und E. Für Motor aus und gute Nacht. So, da sind wir wieder. Tja, hier in Italien. Weiter geht's.
Ausgeschlafen. Sind wir auch topfit. Weiter geht's. Tanken brauchen wir nicht mehr. Das reicht. Sparen wir uns. Oh, dann fahren wir hier mal ein bisschen weiter. Wunderschön. Strahlender Sonnenschein. Blauer Himmel. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, die Helga führt uns richtig. Pescara geht's da vorbei, okay. Casino. Nee, ins Casino wollen wir nicht. Oh nee, okay, passt. Ich dachte, ich muss hier links. Gut. Durchs Tunnel wieder. Jawohl. Führt ihr uns jetzt hin? Ah ja, immer der Nase nach. Okay. Hier. Ja, schöne Strecke hier am Fluss, ne? Ja, es macht richtig Spaß hier zu fahren. Entspannt, neue Landschaften, Abenteuer entdecken hier, das ist doch wunderbar. Und das, wir haben ja noch weitaus nicht alles gesehen, ne? Wir haben noch so viele Kilometer vor uns und Frachttypen. Ja, also, da wird noch einiges folgen. Das ist erst der Anfang, was wir hier machen. So. Mal. Okay, Pescara vorbei. Waren eigentlich nach Florenz, ne? Nur zur Info. Deswegen auch Marmor. Ja, der hätte uns wahrscheinlich andersrum geführt. Ich glaube, wir wären dann, ja, weiß ich nicht, ob der schneller gewesen wäre. Keine Ahnung. Aber jetzt läuft es ganz gut. 370 Kilometer noch. Ja, ja, fahr zu. Komm. Schöne Mittelmeer hier.
Nee, was ist das? Bahntrasse, oder? Mittelmeer? Bahntrasse? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, weiter geht's. Ich glaube, man kann von hier aus das Meer nicht sehen, oder? Das war eine optische Täuschung. Hier ist meine Täuschung, glaube ich, war das eher. Oder doch? Junge, Junge, Junge. Doch, das ist das Meer. Habe ich doch gesagt, dass es das Meer ist. Hahaha. Er kennt mich doch aus hier, ne? So, weiter geht's. Ein Foto gemacht. Wer weiß, für was man es brauchen kann. Da gibt's noch ein schöneres. Mal gucken. So, 323 noch. Wir lassen uns nicht überholen, das ist das Problem. Jetzt vielleicht. Überholen, habe ich gesagt. Slalomstrecke hier, Junge, Junge, Junge. Ganz schön los, Wahnsinn. Hol ich gleich nochmal. Sonst kommen wir nicht mehr vorwärts hier. Das sieht gerade super an. Hoffe, wir fahren hier richtig. Sieht so aus, alles gut. Helga schläft. Perfekt, wunderbar. So, Ancona vorbei. Nicht geblitzt, die Polizei. Wie geil ist das denn? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Vorsicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. Jetzt kommt wieder die Mautstelle. Tatsächlich. So, 244 Kilometer noch. Der nächste Kreisverkehr. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Machen wir alles kein Ausfahrt. Problem für uns mittlerweile hier. Das ist ja gewohnt und geübt hier, Kreisverkehre zu fahren. So, da sind wir. Landstraße jetzt. Also jetzt fahren wir da rüber praktisch, da Florenz, okay, verstehe. Ja, okay, gut, wow.
Ist halt so, ne? Quer durch die Landschaft. Ah, wunderschön hier wieder die Landschaft gezeichnet. Ah, wir haben ja schon eine interessante Strecke jetzt ausgesucht, wieder mal. Dann noch am Tage, umso besser. Die Eisenbahn vorbei hier, was? Ach, wunderbar, schaut euch das mal an hier. Ein Traum, oder? So, jetzt kommt gleich wieder so eine super Stelle hier zum demnächst rechts abbiegen. Kurvenfahren. Oh ja. Biege nach rechts ab. Ja, was ist das für eine Geschichte hier wieder mit super Stelle hier. Weltklasse. Was kommt davon, wenn man hier fahren muss? Ach, kein Schild mitgenommen. Weltklasse. Wo führt der uns hin? Links abbiegen. Helga, was machst du mit uns schon wieder? Biege nach links ab. Ja, ja. Dann kein Gegenverkehr hier. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rennen Sie. Ja. Stopp, stopp, stopp. Ich glaube, schaffe ich nicht, oder? Doch. Wahnsinn. Junge, 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 das sind Wege hier. Eieieiei. So. Und Bild aus dem Tunnel hat. Das hat man noch nicht, oder? Kann das sein? Irgendwie. Direkt. Fällt mir gerade ein. Gut, machen wir hier weiter. Machen wir jetzt ein Bild. So. Kilometer noch. Mit unserem Marmorblock. Aus. Bin ich geblitzt worden. Wie geil ist das denn? Umbria sind wir jetzt. Okay. Ah, herrliche Landschaften hier. Wunderschön. Ja. Hier kann man es auch aushalten, würde ich mal sagen. Müssen wir, ja, zwei Autobahnen hier, Polizei ist am Start, Wahnsinn. Müssen wir gerade mal hier so die Landstraße fahren, um von einer Autobahn zur anderen zu kommen. Seht ihr ja? Wir wären jetzt von unten gekommen, glaube ich, wenn diese Umleitung nicht gewesen wäre, diese Sperre. Aber gut, dann hätten wir jetzt diese schöne Strecke nicht mitbekommen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Zweite Ausfahrt, okay. Also die da.
Nimm diese Ausfahrt. Ja, machen wir. Oh. Ich bin schon gespannt, wo unser nächster Italien-Auftrag hinführen wird. Ich hoffe, der wird genauso interessant. Vielleicht mache ich ein paar Kurzaufträge. Kann auch sein. Mal schauen. So, jetzt sind wir wieder im Dorf angekommen. Immer geradeaus. Yes, natürlich. Aber nicht so schnell. Ja, war klar. Das war Gott sei Dank noch runtergebremst. Das hätte uns mehr kosten können. Oh, Toskana. Toskana. Wunderbar. Wunderschön. Ja, Toskana hier. Ah, da können viele sich vorstellen zu wohnen und zu leben. Noch 108 Kilometer. Also Polizei fährt hier, ist der Wahnsinn. So langsam. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, war ich. Jetzt wieder Stationen. Demnächst rechts abbiegen. Und go. Auf die Autobahn, glaube ich, drauf. Yes. Okay. Biege nach rechts ab. Nicht nach Roma, sondern nach Firenze fahren wir. Jo, das Ziel vor Augen, 80 Kilometer noch. Das passt doch. Ja, die Folge ist auch ganz gut dabei. Und dann besuchen wir zum ersten Mal Florenz. Ah, 50 Kilometer noch. Na gut. Na, ich aufs Navi schauen und nebenbei fahren. So. Porno lassen wir weg. Ach, leck mich doch am. Das ist ja schlimmer als die Deutschen hier schon. Wahnsinn. Das ist ja irre. Noch gefährlicher.
rechts halten. Okay. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ganz rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. Machen wir. Biege nach rechts ab. Okay, da geht's lang, Firenze. Und gleich kommt die nächste Baustelle, die Station. Erster Aufenthalt, jawohl. Das geht noch, 20 Euro, passt. Gut, dann fahren wir mal nach in die Innenstadt von Florenz. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh. Okay. Da bin ich. Wohin mit dem Mama-Block? Kennt das? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Tja. Erste Ausfahrt am... Nimm diese Ausfahrt. Ah ja. Erstmal hier rumkommen ums Eck. Biege nach rechts ab. Alter, halt hier rein. Hier los. Okay. Ah ja. Wir sind fertig. Ach, mit den Nerven, ja. Autsch. Stopp. Wohin damit? Da können wir doch bestimmt umdrehen, oder nicht? Probieren wir mal. Probieren wir mal. Kann ja nur schief gehen hier. Oh. Ja, eben nicht. Wir können eben nicht umdrehen. Oder vielleicht doch, mal gucken. Ah, da geht, wunderbar. Ja, siehste, natürlich kann man hier umdrehen. So. Jetzt wird es wieder so ein kleines Spielchen werden. Wenn wir rückwärts fahren oder nicht. Zack, stopp. Gott, war das nochmal? So. Das Üben hier, ne? Rückwärts fahren hilft alles nichts. Das Gehen. So. Doch, doch, genau. Passt schon, genau. Sehr gut. Schieben, schieben. Schieben, schieben. Nein, schieben!
Nein, nein. Okay. Stopp. 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 Da vorne. Stopp. Wieder ein bisschen zurück. Ja. Weiß nicht, ob das zählt, ne? Ich glaube nicht. Stopp, stopp. Nein, so rum. Aber ihr seht, wie schwierig das ist. Das ist Wahnsinn. Also, jetzt machen wir das nur im Spiel und trotzdem echt ein Dings. Also, ich habe keine Ahnung, ob das passt. Ach, tatsächlich. Stopp, stopp, stopp. Weltklasse. Ach. Läuft. Ausgezeichnet. Yes. Gut, damit haben wir es geschafft. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.